Hallöche Leute, herzlich willkommen wieder bei nächste Folge von Fallout 4. Und ja, wir sind unterwegs in Ward 81. Und ja, ich suche hier das eigene Räumchen, rede mit Leuten. Vielleicht bekommen wir Missionen zu auffüllen. Oh. Ich hoffe, du hast nichts, was repariert werden muss. Mir ist gerade nicht nach Arbeit. Hey, Holt. Du bist also der Neue. Ja. Ich habe gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Weiß nicht. Geht dich nicht an. Lang genug? Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Ja, werden wir wohl. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Okay. Oh, klar. Wenn Pinkel. Das geht nicht. Das ist nur hier. Das ist ja auch nicht. LOL. Alles zu. Ich geht. Mais. Was ist das für Mais? Okay, nehme ich das so. Vergammeln sie Mais oder was? So, und jetzt... Gehen wir noch runter? Achso, wir sind noch ein Stockwerk runtergegangen. Und jetzt... Hallo. Du kommst von draußen, nicht wahr? Ja. Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja, hatte ich. Es gab da schon ein paar interessante Momente. Nur keine falsche Bescheidenheit. Meine Kinder würden sich freuen, von deinen Erlebnissen im Commonwealth zu hören. Würdest du zu ihnen sprechen und von deinen Erfahrungen berichten? Was soll ich erzählen? Welche Geschichten hättest du denn gedacht? Nicht so Brutales, aber die haben sicher eine Menge Fragen an dich. Danke vielmals. Ha! Kurze Geschichte. Sprich, Hey, Katie. Die Kinder werden sich sehr freuen, vom Commonwealth zu hören. Hi, Hund. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Okay. Na, wo sind die Kinder? Niemand? Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsythe bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Heile mich. Ja, schau mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Keine. Stress, Heilung. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Zahnfleischbluten. Anzeichen von Anämie. Ja, wir sollten dich besser entgiften. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Gesunde Widerstand. Nein, nix. Keine Beschwerden. Pass in Zukunft besser auf dich auf, okay? Jo, mach ich. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Was haben wir da noch? Nix. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Hallo. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Okay. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Nein! Willst du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Warum? Warum brauchst du medizinische Proben? Die sind für meine Forschung. Die Bewohner von Vault 81 sind seit Generationen genetisch vom Commonwealth isoliert. Ich versuche, die genetischen Unterschiede zwischen den Gruppen zu bestimmen.
Klar, okay. Ah, du kannst etwas Blut haben. Ausgezeichnet. Setz dich einfach. Dann nehme ich dir Blut ab. Wohin? Also da. Setz dich hier hin. Es dauert nur einen Moment. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Danke. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Ein Doktor. Also, da haben wir schon. Hallo, Katie. Ich freue mich schon auf das, was du erzählst. Wo sind Kinder? Bitte nicht schießen. Wo ist diese Zeit? Hey. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes. Oh, ich hasse es. Weil ich suche Taste, weil kann man die Zeit springen. Okay, das nicht. Okay. Passe nicht an. Alter, gibt's keine Taste? Das war irgendwie hier oder sowas. Warte, muss ich schauen. Einstellungen kurz. Einstellungen. Genau. Vorrat ist nein, Zeit. Ne? Warten oder sowas. Sprechen. Schlagen, laufen, immer laufen, speichern. Und scheinbar gibt's denn sowas nicht. Sprechen, springen, Co. Schleichen, laufen. Fahrräder, also bewegen, Autospeicher, Autoladen, Pause, okay, also glaube ich gibt's nicht. Okay, gut zu wissen. Es wird ein ganz besonderer Tag. Hoffentlich benehmen sich die Kinder. Wo sind die Kinder? Passt auf euch auf, Leute. Katie. Ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie sich die Kinder freuen. Also, ich muss die Kinder finden. Okay. 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 Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da dir gehört. Dürf dich kurz mal, Officer? Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Sie führt das Sunshine-Dinner im Atrium. Okay. Ja, das ist das. Hä? Also hier. Genau. 3 Uhr hier bei Radio Freedom.
William Somerset. Glaub bloß nicht, dass du so schlau bist. Diese Tatchen sind für Calvin und seine Jungs. Niemand hat im Moment was Süßes mehr verdient als sie. Hey, sag du das, Aaron. Das bricht der Kleine das Herz. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kaltherzig ist. Mal im Ernst. Nach über 40 Jahren Ehe kannst du dich glücklich schätzen, dass du noch lebst. Oha. Das war hart. Hallo. Du das aus dem Commonwealth? Wayne hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Gewann. Okay. Nett hier. Oh, danke. Mark und ich versuchen, den Laden auf Vordermann zu halten. Wir nennen ihn das Sunshine Diner. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Okay. Alleinarbeiter? Vielleicht. Keine Interesse. Dann lass mal sehen, was du so hast. Lass dir Zeit. Okay. Gemüsesuppe. Kauf ich. LOL. So teuer. Okay, reicht mir. Oh mein Gott. Für ein bisschen Essen so viel. So, was haben wir noch was? Ja, toll. Klo. Alter. Ah, das ist Puppe. Danke, Horatio. Einfach himmlisch. Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es hat doch geklappt. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Jetzt zisch ab und geh dich ausruhen. Kann dir nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Wenn du einen neuen Look brauchst, solltest du mal in meinem Salon vorbeischauen. Hab gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Hallo Horatio. Nachdem ich jetzt im Ort gelebt habe, kann ich es mir nicht mehr vorstellen, draußen im Commonwealth überleben zu müssen. Okay. Wenn du einen Arzt auf Pflanzen. Ja, ja, okay, gut. Gehen wir da lang? Gibt's hier noch was? Achso. Irgendwo Lager. Ja, das ist hier, genau. Aufseher McNamara. Ich schlafe. Hast, solltest du mal im Klassenzimmer vorbeischauen. Katie wäre begeistert, wenn du zu ihren Schülern sprechen würdest. Ach so, so Klassenzimmer. Ja, wo ist die Klasse? Irgendwo habe ich das gesehen. Ah, da hier. Und? Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Juhu. Hallo Kinder, ich bin der neue Reisender. Aber niemand da, scheiße. Kommen sie oder nicht? Vielleicht kann ich schauen, wie viel Uhr haben wir und so weiter. Juhu! Die Kinder werden sich sehr freuen, vom Commonwealth zu hören.
Hey, Katie. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes. Okay. Okay, geht nicht, irgendwie. Warte mal. Daten? Genau. Sprech mit Katie. Was mache ich? Entschuldigung. Sprich mit Katie. Ich mache schon. Ach so, 5 Uhr morgens, das ist. Oh mein Gott! Okay. Wenn du was Gutes essen willst, solltest du am Morgen beim Sunshine Diner vorbeischauen. Hey Mark! Wieder ein neues Gesicht im Volk, was? Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Junge? Wie bitte? Witz? Diese Informationen sind leider geheim, guter Mann. Wenn ich dir das verraten würde, müsste ich dich töten. Da hat Quenny ja einen Spaßvogel hereingelassen. Humor ist genau das, was dieser Vault hier braucht. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Quenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Was ist los? Was ist hier los? Warum sind die Leute so überarbeitet? Nun, wenn man 200 Jahre am selben Ort wohnt, fordert die Zeit einfach ihren Tribut. Bevor Aufseher McNamara den Vault für Händler geöffnet hat, klebten wir einfach ein Pflaster aufs andere. Und jetzt versuchen wir fieberhaft, den alten 81 am Laufen zu halten. Nicht leicht, der Anführer zu sein. Das Leben als Anführer ist kein Zuckerschlecken. Wie war. Und ich würde Ihren Posten nie im Leben wollen. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt und noch immer voller Feuer. Okay. Endlich ist der Tag vorbei. Meine alten Knochen brauchen Ruhe. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Entschuldigung? Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. Tja. Welche Bestragung unbezwingbar bin ich? Ha. Ja, Problem ist, ich muss wahrscheinlich warten. Oh, schon 5 Uhr! Jetzt ist er übertrieben schnell. So Leute, ich würde sagen, das war's. Und vielleicht nächste Video machen wir mit dem Unterricht an. Und bis nächste Mal. Ciao.